Hallo, guten Tag. Ich bin Giuseppe Frucci und arbeite in Technical Sales. Heute würde ich gerne euch vorstellen und zeigen das Multirail-System und ganz genau im Detail gehen und zeigen, wie das System montiert wird. Mit weniger Material-Einsatz und zwei verschiedene Multirail, Multirail 10 und Multirail 25, bietet das System die ideale Lösung Liegen für Liegen bzw. Landscape-Montage der Module. Das Multirail 25 wird normalerweise verwendet für Höhe, Schnee und Windlast. Hier das Multirail 10 cm Länge mit zwei Bohrungen und EPDM-Dichtung unten ganz genau durchgeklebt. Die Multirail 25 cm Länge mit vier Bohrungen und EPDM natürlich Dichtung immer untergeklebt. Das Multirail wird mit Bausitze zugelassene Dünnblechschraube direkt auf die Hochsäge befestigt. Im Normalfall sind zwei Multirail-Zähne nötig. Bei Eckebereich und Randbereich, bei Höhe, Wind und Schneelast sind drei oder mehrere Multirail-Zähne erforderlich oder eine Multirail 25. Die Multirail sind platziert. Wie ganz genau platziert sind, das können Sie K2 Base Bericht sehen. Jetzt werden die Klemme und die Module drauf montiert. Das ist eine reguläre Montage bei Module liegend. Wenn Sie die Module Portrait verlegen möchten, dann können Sie die Multirail 25 plus eine Single Rail und die Single Rail auf die Multirail 25 mit einem kleinen Basset befestigen. Bei Liegemontage in Modullängerichtung ist keine Thermischkarte vorhanden, sowieso jede Spalte wurde mit Separatschiene befestigt, aber in Dachneigung Richtung schon. Das war's für heute, vielen Dank für das Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Thank you.